Ja, ich bin von den zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Das sind eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin, 23 Professoren und Doktoren und so weiter. Und die haben 51 Jahre daran gearbeitet, wie wir diese Welt, diese kranke Welt, die in so viel Probleme hat, Kriege und was auch immer und Umweltprobleme und so weiter, retten wollen und verbessern wollen. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass wir den Kohlestopp 2026 statt 38 schaffen, und zwar voll finanziert, ohne Steuererhöhung oder ohne uns in einen Bürgerkrieg zu verwickeln darüber, sondern sanft und behutsam mit wirtschaftlicher Vernunft wollen wir dieses Ergebnis erzielen. Ja? Und wenn du magst, darfst du dich vorstellen. Hallo, ich bin Kim, ich bin 27. Ja, und habe jetzt zwei Kinder bekommen. Mit dem zweiten Kind kam ein bisschen der Schock, dass tatsächlich die Zukunft für meine beiden Kinder auf eine Art sich gestalten wird, die mir eine riesengroße Angst macht. Ja. Und das war im Prinzip der Warnschuss, dass ich gesagt habe, ich muss mich jetzt engagieren. Deswegen bin ich jetzt hier. Ja, ja. Und bist du dann auch bei den Parents for Future? Genau, ich bin bei den Parents for Future. Ich bin auch, gehöre ja eigentlich auch zu den Parents for Future mit dabei, aber ich bin eben hauptsächlich jetzt von diesen zweiten Scientists for Future. Und wir wollen es ja schnell machen, weil die Kinder auch müde sind. Der Grundgedanke der Professoren ist, dass der Baufehler unseres gesamten Systems, der gesamten Menschheitszivilisation, mit zwei Sätzen eigentlich beschreibbar ist. Wir haben den Konzernen und den Wirtschaftstreibenden große Belohnungen in Aussicht gestellt, wenn wir häufig krank werden, Pharmakonzerne zum Beispiel. Wenn sie uns in Kriege verwickeln, dann können sie viele Waffen verkaufen. Wir haben sozusagen dem Lebensmittelhändler große Profite versprochen, wenn er uns teilweise minderwertige, krankmachende Ernährung verkauft, weil die eine größere Gewinnspanne bringt als teure, hochwertige Früchte und Gemüse und so weiter. Und dass wir also quasi alles, was krank macht, und unglücklich und Krieg und so weiter, eher belohnt haben. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn die Wirtschaft genau das macht. Sie hat das jetzt 400.000 Jahre lang gemacht. Alles, was schädlich ist, hat sie uns gebracht. 400.000 Jahre würde ich nicht sagen, 400 Jahre vielleicht schon. Ja? Also dass in dem Moment, wo Menschen oftmals nicht mehr nur für sich selbst und ihre Familien verantwortlich waren, sondern für eine große Menge anderer Menschen, die sie aber persönlich nicht mehr kannten, dass das eigentlich ein Teil des Problems ist. Ja, und natürlich ist sehr freie Marktwirtschaft in dieser Form das Problem, was sowohl zu Umweltzerstörung als auch zu gesundheitlichen Problemen der Bevölkerung führt. Deswegen wollen wir ja auch, dass die Marktwirtschaft gelenkt wird, dass dieses liberalistische Marktwirtschaft auf Kosten der Menschen die größten Profite zu machen, dass wir das lenken, indem wir als Staat mit der Frau Merkel zusammen mit Herrn Habeck zusammen von den Grünen, dass wir am Ende dafür sorgen, dass mein Hausarzt den höchsten Gewinn macht, wenn ich nie krank werde, weil er mir Spaß macht, auch euch Kindern, ihr kriegt den vom Kinderarzt. Der kriegt am meisten Geld, wenn er spaßmachende Gesundheitskurse macht, wo er euch gesundes Essen beibringt, Sport und Bewegung und Spaß und Tanzen und alles. Ja? Weil nur wenn ihr fit seid und gesund seid, kriegt ihr das meiste Geld in Zukunft. Das ist so die Grundidee. Ich kann dem zustimmen. Ich bin selber Ärztin und meine das System auch von innen etwas zu kennen. Und natürlich, klar, Prävention hat einen viel zu geringen Anteil eigentlich in ärztlicher Tätigkeit, Behandlung viel zu viel. Und ja, wenn wir erreichen können, dass zum Beispiel ärztliche Gespräche, und es sind wirklich eigentlich nur Gespräche, besser abgerechnet werden können. Und das ist eigentlich ein Schritt, der verwaltungstechnisch machbar sein sollte, ja, dass wir damit tatsächlich viel erreichen können. Ja, das heißt also quasi, im Moment wird der Arzt ja finanziell eher bestraft, wenn er Gespräche führt. Und zwar wirklich Gespräche übers Leben führt, dann wird er finanziell quasi bestraft dafür. Und wir wollen es auch so machen, dass bei unserer Gesamtreform würde es dann so kommen, dass der Arzt übrigens völlig von der Bürokratie entlastet wird, weil wir ja quasi nur noch, wir nennen das die sogenannte Messung am Endergebnis machen. Wir gucken einfach, wie sich die Versicherten entwickeln. Wir haben ja dann das große Problem, wir müssen natürlich aufpassen, dass ein Arzt zum Beispiel
dauerchronisch kranke Menschen nicht aus seiner Praxis vertreibt. Da haben wir Sicherheitsmechanismen dafür entwickelt. Ja. Aber es muss so sein, dass der Arzt eigentlich von aller Bürokratie entlastet wird und die ganze Zeit hat für Gespräche mit den Menschen. Aber auch nicht nur für Gespräche, wir träumen von Gesundheitskursen, also spaßmachende Gesundheitskurse. Der Arzt stellt vielleicht auch noch eine Ernährungsberaterin mit an. Wir haben sehr viele Ärzte bei den Professoren dabei. Der Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, einer der besten Ernährungsmediziner Deutschlands. Frau Professor Dr. Michaela Döll, eine der besten Ernährungsbiologinnen, sozusagen, die übrigens ständig Ärzte weiterbildet in der Ernährungsmedizin. Und so, wir denken da genauso wie du. Ja? Jetzt meine Frage noch so. Leuchtet dir das ein, dass wenn wir so viel Prävention machen und so viel weniger Krankheit in der Gesellschaft ist, dass das ein volkswirtschaftliches Plus darstellt, dass man, wenn man das will, in die Staatshand nehmen kann und damit zum Beispiel den Kohleausstieg 2026 finanzieren kann? Dass man also Gelder, die einerseits eingespart werden, dass man diese Gelder rüberpumpt in den Klimaschutz und damit dann es schaffen kann, Kohlestopp 2026. Läuft das halbwegs ein? Es ist eine Idee. Ich kann nicht genau sagen, wie umsetzbar ich sie finde, weil ich muss sagen, ich bin selber sehr im Gesundheitssektor natürlich verankert und mir fallen auch spontan ganz viele andere Dinge ein, die man für die Gesundheit von Menschen noch tun könnte, für die im Moment offiziell kein Geld da ist, was man auf diese Art dann natürlich einsetzen könnte. Ne? Ich denke vielmehr, wenn alleine ein Konzern wie Amazon anfangen würde, Steuern zu zahlen, könnte man von diesen Steuern so unglaublich viel regenerative Energie finanzieren. Ich denke, dass unser Ansatz eher da sein sollte. Also die Grundidee ist so, dass die gesamte Gesellschaft in allen Bereichen soll auf Prävention umgestellt werden. Prävention, Professor Manfred Mertens bei uns hat als Reaktorsicherheitsexperte begriffen, dass eigentlich ein GAU wäre ja unmöglich. Also muss man alles Präventive tun, um den GAU zu verhindern. Und genau das Prinzip müssen wir auf alle Teile der Gesellschaft anwenden. Und das bedeutet am Ende, dass wir Gelder freikriegen in allen Bereichen der Gesellschaft und wir können uns dann den Luxus erlauben, wirklich alle Klimaziele zu finanzieren. Und das gibt es dann ohne Streit, ohne Krieg, ohne Kampf. Klingt gut zum Abschluss unseres Interviews? Es klingt ambitioniert. Wenn es klappen könnte, würde ich mich unglaublich freuen.